Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und wie versprochen, heute bei Need for Speed Heat machen wir heute Nacht-Nackt-Rennen. Ja, das erste Rennen würde ich direkt sagen, nehmen wir mal ja, das hier, warum auch immer ich das schon gemacht habe. Aber gut, machen wir zuerst das Rennen und wir werden heute nur Nachtrennens machen. Mal gucken, wir werden auch, denke ich mal, hier und da mal mit der Polizei zu tun haben. Die werden wir verbochen, Mann! Die kriegen richtig eine in die Fräse, dass sie nie wieder aufstehen können, wenn die mich verfolgen. So, ich musste gerade mein Mikrofon richtig rumdrehen. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen besser zu hören. So, ja, wie schon gesagt, wir werden heute versuchen, Nachtrennen zu machen. Wir werden, denke ich mal, hier und da mit der Polizei zu tun haben. Und ja, wir gucken einfach mal. Ja. Die haben erstmal die Bremse, glaube ich, getestet. Ja, wie schon gesagt, also wenn das jetzt die ganze Zeit so gehen wird, werde ich definitiv, werde ich definitiv das Spiel auf schwer stellen, weil das wird dann irgendwann doch ein bisschen lähmen. Vor allen Dingen auch, wenn man mal überlegt, ne, ich habe die Steuerkonsole verändert, ich habe Nitro reingemacht, mehr habe ich bis jetzt nicht gemacht. Ne? Und klar, man hat eine Fahrzeugwertung und die Fahrzeugwertung von den ersten Nachtrennen, sage ich jetzt mal, ist natürlich noch nicht so hoch. Vielleicht ändert sich das im Laufe des Spieles, aber bis jetzt ist die KI ja so langweilig. Mal gucken, wie die anderen Rennen so werden. Wenn nicht, werden wir das einfach jetzt schon in der Aufnahme ein bisschen höher trimmen, schon auf hart einstellen, wenn das jetzt binnen in der Aufnahme geht. Ah gut, so können wir uns Punkte sammeln. Ich bin gespannt, wann die erste Polizei kommt. Also bis jetzt, wir hatten ja witzigerweise in der letzten Aufnahme, die Leute, die sie nicht gesehen haben. Wow, fuck, jetzt habe ich in die Kamera geguckt. Jetzt habe ich in die Schade, ich dachte, ich schaffe das noch. Jetzt habe ich in die Kamera geguckt. Jetzt schaffe ich das nicht mehr, oder was? Mann! Guck mal einmal in die Kamera und da passiert so ein Scheiß. Und guck mal, ich habe 5 Milliarden Unfälle gebaut und ich bin trotzdem noch Platz 1. Das ist so traurig. Es war auch mein Fahrstil war jetzt auch traurig. Ich höre jetzt auch auf, in die Kamera zu gucken. Jetzt mach ich's. Also jetzt kann ich's, aber ja. Ihr seht ja mein hässliches Gesicht. Am besten ignoriert ihr das einfach. Das ist einfach nur da. Und ja, wir sammeln. Ja, die Nacht, in der Nacht sammelt man ja eher die Heat Points, ne, dass wir uns einen Namen machen. Ich glaube, in der Nacht sammeln wir noch nicht mal Geld. Also in der Nacht sind es wirklich nur die Heat Points. Ja, aber wir müssen uns ja auch einen Namen machen, ne? Es bringt nichts, wenn wir übelst viel Geld in unser Wagen investieren und King Keck uns mit der linken Arschbacke oder mit der rechten Arschbacke anguckt. Das ist natürlich auch unlucky dann in dem Moment. Mann, du scheiß Fahrzeug! So, wir gucken jetzt mal. Hier haben wir direkt 2 Rennen, die werden wir direkt auch mägen. Und das war's dann schon fast wieder. Das ist ja mal mehr. Nein, hier haben wir ein Rennen. Dieses Mal, da haben wir noch 3 Rennen, die wir hintereinander weg jetzt versuchen zu fahren. Wir fahren jetzt auch hin, also wir nehmen jetzt nicht hier. Geht das überhaupt? Hinporten weiß ich gar nicht. Ah, gut, das hätte ich mitnehmen können. Na, egal. Haben wir es fürs nächste Mal. Was war die Spitzengeschwindigkeit für einen Stern? 200 oder was, ne? Ja, das wird mit meinem Wagen ziemlich knapp. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, was die Höchstgeschwindigkeit von dem Wagen ist. Auf wie viel man den trimmen kann. Werden wir vielleicht jetzt klar bei einem Rennen rausbekommen. Okay, vor uns ist die Polizei, aber die ignorieren wir jetzt einfach mal gekonnt. Mann! So. Goodie. Machen wir direkt das nächste Rennen. Das nächste Rennen muss reinbochen, Mann. Wir müssen natürlich auch aufpassen, wenn wir von der Polizei verfolgt werden, dass wir unsere ganzen Heatpoints nicht verlieren. Ne, wenn die einen ja, verhaften, verlieren wir auch die Heatpoints. Und da müssen wir uns ja, was einfallen lassen, dass wir die Polizei, wenn sie uns verfolgen sollte, ausmerzen können. Und das ist, ne, nur ein Spiel, also in Wirklichkeit mag ich die Polizei, also hier im Spiel, aber, ja, sorry, aber hier im Spiel muss man ein bisschen radikaler gegen die Polizei vorgehen. Anders geht's nicht, ne? Wollen uns ja, wie schon gesagt, auch einen Namen machen.
So. Okay, vor uns ist schon mal eine Polizei. Reife, aber die fährt selber gerade ein Rennen. Ich glaube, die vor mir fährt selber gerade ein Rennen. Da will ich die natürlich jetzt nicht stören. Das sieht so geil aus. Okay. Kann ja sein, dass die selber... Oh, guck mal. Piss dich. Scheiße. Du warst jetzt ein bisschen im Weg. Was? Die Polizei? Ich bin jetzt schon entkommen, oder was? Ja, moin. Muss ich der Polizei noch eine Chance geben, beim nächsten Mal abbremsen oder was? Meine Herren, ja gut. Mal gucken, vielleicht bleibt er da jetzt direkt auch wieder stehen. Und wir können vielleicht eine coole Verfolgungsjagd noch mal mitten im Rennen machen. Das wäre ja auch mal was Schönes, ne? Mal gucken. Okay, der fährt gerade wieder sein Rennen. Ja, der müsste uns jetzt entgegenkommen, ne? Da ist er. Ah, okay, jetzt, Alter, Mann, ey. Jetzt geht's los, Mann. War's das schon wieder, oder was? Also, wenn man nur von Endpolizisten verfolgt wird, ist es ja, atemberaubend, muss ich sagen. Richtig atemberaubend, wenn man von einem Polizisten verfolgt wird, weil... Oh, der verfolgt mich aber noch. Okay. Ey, mein Auto, Mann, ich muss hier lang. Mann, sehr gut. Jetzt kommt der nächste Polizist. Ey, jetzt habe ich große Fresse gehabt und jetzt werde ich bestimmt die ganze Zeit verkacken. Wo sind eigentlich die anderen Fahrer? What the fuck? Wo die anderen Fahrer noch sind, ey. Wenn es weiter so geht, überrunde ich die. Aber wir sind ja schon in der letzten Runde, leider. Okay, wir werden jetzt von zwei verfolgt, sind aber noch, ist das die Heat-Stufe bei uns oben oder ist es eher die Polizeistufe? Nee, das müsste die Heat-Stufe, glaube ich, sein, ne? Okay, mein Glas ist hinten schon kaputt, aber ist auch nicht so schlimm, ich habe jetzt eh gerade gepupst, also. So haben wir zumindest, ja, schön Sauerstoff zuvor. Aber jetzt müssen wir uns erstmal um die... um die Polizei kümmern, ne? Jetzt müssen wir die ein bisschen loswerden hier. Dass wir direkt das nächste Rennen machen können. Mann! Kurve nix! Was? Ich hab die... What the fuck? Heat-Stufe 2. Ui, das war auch knapp, du. Das war aber knapp nach der Wende. Wunderbar, da haben wir das jetzt auch wieder geschafft. Wir werden uns jetzt aber mal ganz kurz eine Tankstelle suchen. Aber warte mal, was wir jetzt definitiv machen werden... Will ich mal ganz kurz hier gucken. Einstellungen können wir auf schwer stellen? Ja. Wir stellen es auf schwer. Einfach ist dann doch ein bisschen... Hm. Gut, es kann natürlich jetzt auch sein, dass ich schwer ganz halt verlieren werde. Wie sieht denn das jetzt auf schwer aus? Du 139, 120. Okay, das hat sich noch nicht geändert. Okay, die Fahrzeugbewertung bleibt. Na! Mann, ich kaufe nix. Erstmal einen Schnappschuss machen. Muss ja auch mal sein, ne? So, wir werden die Tankstelle mitnehmen, Mann! Verdammte Polizei, verdammte Axt hier. So, das war's jetzt aber mit Schnappschüssen. Ey, Mann, ey! Ein schönes Auto! So, geh mal ins Wasser. Ich habe gehört,
Polizei wird man eigentlich relativ schnell los, wenn man über eine Rampe springt. Jetzt müssen wir natürlich auch erstmal eine Rampe finden. Ja, nee, reparieren sollte ich vielleicht noch nicht. Wo ist ein... Schaffe ich das? Ja. Immerhin einen Stern schon mal mir gesnackt. Ja, ich war's nicht. Keine Ahnung. Also, keine Ahnung, was du meinst, Madame. Verarscht! Okay, langsam wird die Polizei dann doch ein bisschen lästig. Okay, Nagelsperre. Müssen wir jetzt aufpassen auf der Street, dass wir nicht unbedingt davon erwischt werden. Wir müssen halt eine beschissene Rampe finden. Ich weiß, es gibt noch einen Trick, den habe ich selber schon mal ausprobiert. Mit einem zweiten Account. Da teste ich eher. Also ich kenne die ganzen Rennen auch noch nicht auf meinem zweiten Account. Das ist eher zum Testen und so. Und da weiß ich auch, man kann auch ins Wasser reinfahren und die Idioten folgen ihnen. Also jetzt so. Ah, der eine Polizist ist nicht reingefahren. Okay, aber wie ihr sehen könnt, wir kriegen natürlich auch enorm viel Damage. Und wir sollten ganz schnell... reparieren! Okay. Okay, jetzt sollten wir aber ganz schnell hier, oh, fuck, ey, wir müssen echt aufpassen, dass wir jetzt nicht mehr so heftig gerammt werden. Uff! Okay. Noch geschafft. Easy, würde ich sogar sagen, fast. Wenn es nicht gelogen wäre. So, dann springen wir nochmal hier rein. Müssten uns eigentlich folgen. Scheiße! Verdammte Axt! Ja, wie schon gesagt, normalerweise springen die mit hinterher. Aber die bremsen gerade irgendwie ab. Also entweder die haben... Ich kann es auch mal anders versuchen. Ich kann die jetzt mal... selber hier. Runter mit dir! Ja, und die anderen zwei... Mann, ey! Oh, fuck, meine Leben. Oh, scheiße. Meine Leben, meine Leben, meine Leben, meine Leben, meine Leben, meine Leben. Ey, Magdalena, wenn ich jetzt noch einen Hit in die Fresse bekomme, bin ich tot. Und das wollen wir ja nicht. So, ich habe jetzt keinen Reparaturleiter mehr. Könnte ein bisschen haarig werden. Ich weiß hier was, ne? Hier gibt's nämlich... Boah, ich bin meilenweit davon entfernt, ey. Verdammte Axt, scheiße. Wir sind hier hin. Da ist nämlich ein Parkhaus. Wir müssen gucken, ob wir das noch schaffen. Okay, ich halte an, wenn ihr anhält, okay? Ihr bremst ab, ich bremse ab. Wieder einen Schnappschuss gemacht. Polizei-Escort ist auch was Schönes. Okay, wir müssen das natürlich... Nein, ich wollte keinen Schnappschuss machen, Mann! Au! Scheiße, der Baum, der geht nicht kaputt. Oh, fuck! Ich will nicht verhaftet werden! Mann, fuck, gib Gas! Okay. Ja, die sind ein bisschen radikal zu mir gerade. Ich verstehe auch nicht, wieso. Ey, ja, Mann! Ich bin kein Schwerverbrecher. Ich habe illegale Straßenrennen gemacht und keinen ermordet, Mann. Na gut. Weil da passe ich schon auf, dass ich... Wenn ich mal außen jemand umfahre, gut, kann ja natürlich auch mal passieren. Kaiser, zurück. Okay, ich habe jetzt langsam ein kleines Problem. Ich weiß nämlich nicht mal, ob ich das bis zum Parkhaus schaffe. Ja, moin, ich glaube, uns verfolgt ein Helikopter. Ach, fickt euch, Mann. Ne, fahr ich halt zurück, ist mir doch egal. Wo ist das beschissene Parkhaus? Okay. Ist noch ein bisschen entfernt. Ah, die Bäume sind so kacke. Wieso bin ich denn hier durchgefahren, Mann? Ah, das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Öff.
Weißt du, würden die mich mal die ganze Zeit hier totrammen wollen? Ey, die Polizei ist echt schlimmer als jeder Waser. Au! Ich könnte es noch schaffen, wenn ich natürlich jetzt einen richtigen Hit von hinten bekomme. Könnt ihr mal aufhören, meinen Wagen kaputt zu machen, meine Herren. Scheiße! Nein! 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 Wir waren kurz vom... Okay, wir waren kurz vom Parkhaus. Scheiße. Na naja, gut. Wir werden trotzdem weiterhin Nachtrennen machen. Okay, wir haben ja trotzdem noch ein paar Punkte bekommen. Ist okay. Wir werden jetzt weiter ein paar Nachtrennen machen. Das war natürlich ein bisschen unlucky am Ende, weil ich wollte unbedingt zum Parkhaus, weil ich weiß, man kann die da loswerden. So wie zum Thema, ich hab mal wieder Bock auf Polizei, ne? Also, meine Lust ist jetzt gesunken. Aber na gut. Na gut, das musste jetzt auch mal sein. Das hat ja eigentlich schon ein bisschen Spaß gemacht. Wäre ich in das scheiß Parkhaus gegangen, weil ich weiß, man kann da hochfahren und da ist irgendwo oben eine Rampe. Ja, Autohändler, schön. Ich brauche jetzt keinen Autohändler, Mann. Damn Axt. Also wir werden jetzt... Das Rennen ist neu. Das Rennen ist neu. Ja, wir werden dann hier machen. Obwohl... Wir könnten vielleicht das Rennen... Ich würde sagen, wir machen nur zwei Rennen. Naja, weil ich denke, dass wir nochmal Besuch von der Polizei bekommen. Zwei Rennen werden wir definitiv noch machen. Dann gucken, dass wir von der Polizei wegkommen diesmal. Diesmal schaffen wir das. War natürlich am Ende ein bisschen lucky an. Naja, gut. Da machst du halt nichts, ne? Ich war kurz vorm Parkhaus, ey. Meine Herren. Es war mehr als knapp. Jetzt muss ich halt aufpassen, dass hier nicht irgendwo eine Polizeistreife unterwegs ist. Aber sieht aus, als hätten wir freie Bahn. Das freut mich doch sehr. Ey, Mann! Okay, der ist über mir, ne? Ist der über mir? Ja, der ist über mir. Der ist auf der Brücke. Ach, ich hätte da was einsammeln können, aber sowas können wir mal in Ruhe machen. Die ganzen Sachen einsammeln, wie die Rampen. Oder wenn wir mal wirklich Zeit haben und wissen, okay, da ist eine Rampe und wir kommen von der richtigen Richtung, dann können wir ja auch ja, die Rampe mitnehmen. Geil, Alter, komm, yo, mein Auto, Mensch. Ich muss sagen, ich bin ein Freund von Metallic, obwohl ich sagen muss, vielleicht werde ich sogar den Lack auf matt vielleicht sogar einstellen. Mal gucken. Okay, wir spielen jetzt auf schwer. Mal gucken. Ja, die lassen sich zumindest jetzt nicht mal von Anfang an direkt einholen, aber na gut. Liegt einfach dran, weil wir schon eine höhere Fahrzeugbewertung haben, aber das gibt sich dann auch irgendwann. So, ich denke mal, wir werden bei der Strecke hier definitiv nochmal mit der Polizei Bekanntschaft machen. Och Mann, ey. Ich bin so ein Idiot, ich gucke immer wieder auf die Karte oder in die Kamera, ey. Muss ich mir echt abgewöhnen. Also auf die Karte gucken, ja, Kamera nein. Nicht in der Aufnahme. Wie schon gesagt, ignoriert einfach mein hässliches Gesicht. Ist eh viel besser. Ich bin einfach nur da. Das Bild ist einfach nur da. Bin ich eigentlich gar nicht. Ja, bis jetzt sieht das immer noch ganz okay aus. Aber die, ihr merkt das schon, ne? Auf schwer, die lassen sich jetzt nicht mal so schnell abschütteln, ne?
ich bin gerade der Größte. Wieso? Sobald ich irgendwie in irgendeinem Spiel eine beschissene Aufnahme mache, bin ich total schlecht. Meine Herren, ich wollte jetzt schon abbiegen. Hätten die mich jetzt nicht eingeholt, hätte ich eh einen Fehler gemacht. Davon abgesehen. So, aber ich denke mal, der erste Platz ist definitiv noch drin. Einfach mal das Spiel ein bisschen spannender gemacht, ne? Mit den ganzen Unfällen. Der Nitro? Nee, dass er mich jetzt irgendwie... Ich spare mal lieber mein Nitro jetzt auf. Na wohl, jetzt ist schon das Ziel da hinten. Ja, wunderbar, wunderbar, erster Platz. So, nein, das Event wollen wir nicht wiederholen. Wir werden jetzt zum nächsten Event machen und wir nehmen das als letztes Event. Und danach würde ich sagen, saven wir unsere Points und dann werden wir uns definitiv erstmal bei Tagrennen wiedersehen. Wir können auch mal rumswitchen, auch mitten in der Aufnahme, aber ich würde danach sagen, erstmal wieder ein paar Tagrennen. Müssen wir mal wieder ein bisschen mehr Cash machen. Wie gesagt. Das können wir mal mitnehmen hier. Das Logo, wo ist denn das? Das ist unter uns, ne? Irgendwo. Mann, scheiß Kamera. Irgendwo hier unten. Da ist es. Ich hab's gesehen. Okay. Das nehmen wir doch mal mit hier. So, hier war's. So, wunderbar. Da haben wir eine neue Folie freigeschaltet. Ich bin eh nicht der große Fan von zu viel Schnickschnack. Auf dem Lack. Ich weiß nicht, ich mag das nicht so. So gediegen, so ein gediegener Rallye-Streifen ist ganz okay. An den Reifen da, das seht ihr nicht, weil ich... Wieso sieht man da? Ja, doch, sieht man nicht. Wo ist das hin? Mann! An den Reifen habe ich eigentlich so kleine Kratzer in Gold reingemacht. Sowas Kleines oder auf der hintersten Scheibe so ein kleiner Aufkleber. Ja, finde ich irgendwie schöner. Man muss es nicht übertreiben. Ich frage mich gerade wirklich, wo meine Kratzer sind. Na gut, egal. Dann machen wir mal das letzte Rennen. Mal gucken, wie wir uns jetzt anstellen werden. Mann! Früher, ich bin das so gewohnt von den anderen Teilen. Du konntest einfach mit 5 Milliarden km/h drüber fahren. Du konntest trotzdem das Rennen starten. Aber hier musst du ja abbremsen. Also hier darfst du nicht schneller als minus 10 km/h fahren. Das wäre dann auch schon wieder zu viel. Na gut. So, mal gucken, wie wir uns den letzten Rennen anstellen. Ne? Wir müssen dann ja eh noch die Punkte safen. Ja, ja. Fotografier ruhig mein geklautes Auto. Jo. So, mal gucken. Das letzte Rennen wird hoffentlich wieder ein Sieg. Ja, man merkt schon halt einen ganz kleinen Unterschied, ne? Man kann die jetzt nicht einfach mit Nitro einholen, sondern, ja, ist ein bisschen schwieriger. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, sobald wir das Auto ein bisschen wieder getuned haben oder uns irgendwann von Anfang an schon ein besseres Auto holen und getuned, ne? Lamborghini, Ferrari oder irgendwas. Kann ich mir gut vorstellen, wird es dann wieder ein bisschen sehr einfach, ne? Also ihr könnt, wie schon gesagt, ruhig getrost auf schwer spielen. Es ist auch definitiv machbar. Ich bin eh nicht so der, krasse Freund von leicht. Also wenn, ich habe noch nie ein Spiel auf leicht angefangen. Wenn auf schwer oder auf normal. Also wenn ich weiß, das Spiel, kenne ich überhaupt noch nicht und das ist vielleicht ein bisschen komplizierter, wie Stellaris zum Beispiel, ne? Erstellt man natürlich das Spiel erstmal auf normal und wenn man es halt nochmal spielt, auf schwer oder wie hier in dem Fall, ne, obwohl der erste Platz schon... Ja, wenn wir uns keine Fahrfehler mehr erlauben, können wir definitiv den ersten Platz nochmal einholen. Ich wollte gerade ausfahren. Ein Glück, dass der vor mir war.
Na, ja, könnte spannend werden. Könnte definitiv spannend werden. Aber der erste Platz ist noch drin. Wir haben 50% erst. Ja, man merkt halt, bei schwer darf man sich an sich keinen Fehler mehr erlauben, ne? Bei schwer, oder besser gesagt, man sollte sich da keinen Fehler mehr erlauben. Wenn man den ersten zumindest erreichen will. So wie ich jetzt, der wieder einen Fehler gemacht hat. Hm. Ja, von der Max-Geschwindigkeit sind wir ein bisschen besser als er. Aber der hat, glaube ich, eine bessere Beschleunigung. Also wir können ihn auf langer Sicht... Oh ne. Oh, oh ne. Oh ne. Oh ne, der wäre schon blöder. Wir driften jetzt mal hier nicht. Hä, driften? Der hat driften gesagt. Wir driften mal hier nicht. Verpiss dich, Mann. Jetzt hab ich aber die Faxen, Dicke, hier. Scheiß Zaun geht mir auch auf den Sack. So, jetzt müssen wir... Okay, 500 Meter. Jetzt dürfen wir uns wirklich gar nichts mehr erlauben. Der ist direkt hinter uns. Nochmal Nitro geben. Und wir haben den ersten. Ui, das Rennen war spannend. Ja, ja, ja. Okay, so. Piss dich, Mann. Komm noch einmal her, ey. Meine Hut. So. Punkte safen. Hier können wir nicht safen. Das haben wir noch nicht freigeschaltet. Ach du Heilige, wo müssen wir denn safen gehen? Hier müssen wir safen. Oder da? Ach du Heilige, okay. Könnte interessant noch werden, also mal gucken. 5000 Punkte haben wir diese Nacht gemacht. Die würde ich dann schon gerne mitnehmen wollen. Ich hoffe natürlich jetzt, dass wir nicht auf den Geschmack kommen, von der Polizei verfolgt zu werden. Ne? Diesmal, aber wenn es so sein sollte, er fährt weiter, er dürfte mich glaube ich nicht sehen. Piss dich, ey. Was macht der da? Scheiße! Fick dich! Nee! Ich dachte jetzt ohne Mist, das ist jetzt mal kein Spaß, ich dachte, dass er im Kreis fährt und dass er weiter geradeaus fährt. Das hat nicht so ganz funktioniert, aber diesmal werden wir es anders machen. Diesmal werden wir direkt Richtung Kreuz fahren, Richtung Parkhaus. Weil die Punkte will ich definitiv safen. Ich will jetzt auch nicht so viele. Verpiss dich, Mann! Kaufe nix! Ja, rammt euch mal selber, ihr Ekligen. Ja, ist gut. Die immer gleich mein ganzes Auto kaputt machen müssen. Alles klar, ich komme den Berg hier nicht hoch, das ist auch nicht schlecht. Oh Mann! Wie viel Kilometer? Ach du Heilige, willst du mich... Ey... Ja doch, wir müssen dahin, wir müssen... Ach, scheiße! Verdammte Axt! Ich brauch Eigen... Ich glaube, hier sollten wir nicht mal langfahren. Ich glaube, wir sollten lieber auf den Straßen bleiben. Okay, wir müssen uns das Parkhaus markieren. Wir haben... Ja gut, hier hätten wir inne, aber egal. Vielleicht schaffen wir das auch ohne. Vielleicht steckt man ja noch eine... Tankstelle auf. Mal gucken. Oder ich komme so. Das wäre natürlich auch schlecht. Das wäre auch nicht schlecht. Komm. Jawohl, ich bin entkommen. Okay, jetzt aber sowas von nach Hause. Wir nehmen vielleicht die Garage. Nee, da fahre ich jetzt nicht rein. Wir nehmen die nächste. Okay, also wir wollen ja auch definitiv jetzt mal die Punkte safen, ne? Scheiße. Ah, leck mich doch, Mann. Fahr weiter, komm. Scheiße. Scheiße. Ah, nein, rutsch doch nie, Mann. Ich komme hier nicht mal weg. Ja, moin. Jetzt werde ich verhaftet, oder was? Ich komme hier nicht mal weg. Ich komme hier nicht mal weg. Ich komme hier nicht mal weg. Wieso komme ich denn hier nicht? Mann, ey.
Okay, wir müssen das Parkhaus nehmen. Ist es überhaupt das Parkhaus? Ja, das ist das Parkhaus. Das ist nur, Mann! Hört doch mal auf, ey! Scheiße, geht mal auf den Sack, ey. Müssen wir mal gucken, wie wir hochkommen. Wie komme ich jetzt auf das Parkhausdeck? Uff. Ärger dich nicht. Doch, ich ärgere mich. Nee. Nee. Scheiße, zweimal verhaftet worden. Na gut, paar Punkte konnten wir safen. Das war natürlich am Ende ein bisschen unlucky. Ja, sie ist echt interessant. Verdammte Axt, ey. Na gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wir sehen uns definitiv in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.